Etwa Mama, so nennen Julian Klassens Kinder Tanja Makarik. Ist sie schon eine Ersatzmama? Vor rund einem Jahr haben sich Julian Klassen, 29, und seine Ehefrau Bibi, 30, getrennt. Wenige Monate später lernte der YouTuber dann seine neue Freundin Tanja Makarik, 25, kennen, seitdem sind sie unzertrennlich. Die Schwimmerin kümmert sich auch liebevoll um seine zwei Kinder Leo, 4, und Emily, 3. Doch wie nennen Julians Kids Tanja eigentlich? Fans der beiden wollten jetzt im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wissen, wie Emmy und Leo die neue Freundin ihres Papas nennen. Immerhin wohnt sie schon fest bei ihnen. Tanja oder Tani, antwortete die Influencerin daraufhin kurz und knapp. Mama ist daher wohl noch für ihre Mutter Bibi vorbehalten. Auf Lebenszeichen von Bibi müssen ihre Fans bislang vergeblich warten. Wenige Wochen nach der Trennung des Webpaares zog sich die Influencerin aus der Öffentlichkeit zurück. Auch zu dem Geburtstag ihrer Tochter Emily vor ein paar Tagen meldete sich Bibi nicht zurück. Bei Zico Banach wurden 2 Liter Fett am Bauch abgesaugt. Zico Banach, 32, findet, Schönheitseingriffe sind nicht bloß Frauensache. Der Hottie wurde durch seine Teilnahme an der Bachelorette-Staffel von Maxime Herbort, 28, bekannt. Im selben Jahr versuchte er dann nochmal sein Glück bei Bachelor in Paradise. Seine Partnerin fand er schließlich abseits von Kuppelshows, aber ebenfalls vor der Kamera. Er ist heute mit seiner ehemaligen Köln 50.667 Kollegin Pia Tillmann, 35, zusammen. Aktuell verdient er seine Brötchen als Influencer. Auf Social Media teilte er nun ein spannendes Update mit seinen Followern. Zico hat sich Fett absaugen lassen. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram zu seiner OP erklärte er hat sich via Liposuktion am Bauch insgesamt 2 Liter Fett absaugen lassen. Wieso? Weil Fitness und Co. ihm nicht den gewünschten Effekt verschafft hätten. Ich kämpfe seit meiner Kindheit mit meinem Körper und setze mich damit auseinander, treibe viel Sport, betonte Zico. Ich habe einfach gemerkt, dass ich ohne krasse Einschränkung meiner Lebensqualität nicht mein gewünschtes Ziel erreichen kann. Deshalb habe ich jetzt mit einer Liposuktion nachgeholfen. Mit dem vorläufigen Ergebnis sei er bisher auch sehr zufrieden. Ein Foto zeigt seinen Oberkörper nach dem Eingriff, übersät mit heftigen Blutergüssen von der Absaugung. Für Zico kostete es einiges an Überwindung, seinen Eingriff öffentlich zu machen. Ein Tabuthema für die meisten Männer, aber ich wollte kein Geheimnis daraus machen und einfach mal ein Zeichen setzen, beteuerte der TV-Darsteller. Wie viele Frauen lassen sich heutzutage operieren und es wird als selbstverständlich angesehen? Punkt. Wieso habe ich als Mann nicht auch ein Recht darauf, mich wohl zu fühlen? Punkt. Abschließend möchte er jedoch klarstellen, das bedeutet nicht, dass man sich jetzt gehen lassen kann und sich einfach operieren lassen soll.